Timo Werner links im Zweikampf mit Bogdan Mykhailichenko von Luhansk. Foto dpa. In der Qualifikation zur Europa League muss sich RB Leipzig im Rückspiel steigern. Marcel Kittel steigt bei der Deutschland-Tour vom Rad. Europa League Playoffs. RB Leipzig darf trotz großer Abschlussschwäche auf das Erreichen der Gruppenphase in der Europa League hoffen. Der Bundesligist kam im Playoff-Hinspiel bei Soja Lugansk trotz langer Überzahl auch gegen 10 Ukrainer nicht über ein 0:0 hinaus, erarbeitete sich aber dennoch eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am 30. August in Leipzig 18:30 Uhr. Drei Tage vor dem Bundesliga-Start bei Borussia Dortmund war RB auch ohne Spielmacher Emil Forsberg von Beginn an die klar dominierende Mannschaft. Der Schwede saß bis zur 61. Minute auf der Bank. Ab der 17. Minute spielten die Gäste zudem in Überzahl. Lugansk Bogdan Letnev sah nach einem Revaschef-Foul an Marcelo Saraki die rote Karte. Es stellt sich heraus, dass das ein harter Gegner ist, der sehr körperbetont agiert, sagte Leipzigs Geschäftsführer Oliver Minzlaff zur Halbzeit im MDR und meinte, ich hoffe, wir belohnen uns noch mit einem Tor. Timo Werner zeigte in seinem ersten Pflichtspiel der Saison viel Einsatzfreude. Der 22-Jährige hatte nach überstandenen Magen-Darm-Problemen im Stadion von Saporischschja früh gute Einschussmöglichkeiten, 13.20. Die Partie wurde 360 Kilometer von Lugansk entfernt ausgetragen. Soja kann zu Hause im russisch-ukrainischen Grenzgebiet wegen der Unruhen keine Heimspiele ausrichten. Borussia Dortmund könnte auch zum Bundesliga-Start auf die offensiven Ideen von Zugang Axel Witzel angewiesen sein. Denn die Suche nach einem neuen Stürmer gestaltet sich schwierig. Von Thomas Gröbner mehr. Fußball USA. Der frühere Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat mit Chicago Fire in der nordamerikanischen MLS nach 8 Niederlagen in Serie einen Punktgewinn gefeiert. Das Team aus Illinois trennte sich am Donnerstag Ortszeit im Spiel gegen Columbus Crew mit 1:1, 0:0, unentschieden. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erzielte Chicagos Nemanja Nikolic 67. Minute das 1:0 für die Gastgeber. Kurz vor dem Ende der Partie sorgte allerdings Columbus Nico Hansen 87. für den Ausgleich. Der 33-jährige Schweinsteiger spielte vor 8.551 Zuschauern im heimischen Toyota Park durch. Er kassierte zudem seine 5. gelbe Karte der Saison und fehlt den Fire damit im nächsten Spiel. Radfahren, Deutschland-Tour, Radprofi Marcel Kittel wird am Freitag nicht mehr zur zweiten Etappe der Deutschland-Tour antreten. Er hat sich heute im Rennen schon schlecht gefühlt. Nach Ankunft im Hotel hat sich sein Zustand nicht verbessert. Marcel und die Teamleitung haben dann gemeinsam entschieden, aus dem Rennen auszusteigen, teilte Teamsprecher Falk Mir am Donnerstagabend mit. Es ist frustrierend und unheimlich enttäuschend, die Deutschland-Tour auf diesem Weg verlassen zu müssen, sagte der 30 Jahre alte Kittel und ergänzte, das tut richtig weh. Aber nach der Bing Bang Tour konnte ich einfach nicht wie gewohnt regenerieren und habe mich unheimlich müde und erschöpft gefühlt. Das wurde im Rennen noch schlechter. Kittel, der in diesem Jahr erst 2 Saisonsiege einfahren konnte, wird sich nach eigenen Angaben zu Hause umfassend medizinisch untersuchen lassen. Ich muss herausfinden, woran es liegt, sagte der 14-malige Tour de France Etappensieger. Für Kittel, der seine Teamleitung 30 Kilometer vor dem Ziel über seinen Zustand informierte, erhielten im Finale der ersten Etappe von Koblenz nach Bonn seine Teamkollegen Rick Zabel und Nils Pollitt freie Fahrt. Zabel sprintete nach den 157 Kilometern auf Platz 9.
Rollstuhlbasketball-WM. Die deutschen Frauen haben bei der Rollstuhlbasketball-Weltmeisterschaften in Hamburg den 6. Sieg im 6. Spiel gefeiert und sind ins Halbfinale eingezogen. Die Olympiazweiten von Rio besiegten Spanien mühelos mit 59:33, 28:19. Am Freitag, 15.45 Uhr, geht es für das Team von Bundestrainer Martin Otto gegen Großbritannien um den Einzug ins Finale. Die Britinnen hatten sich zuvor überraschend deutlich mit 70:47, 34:23 gegen die USA durchgesetzt. Im zweiten Halbfinale, 20.15 Uhr, stehen sich die Niederlande und China gegenüber. Die deutschen Männer beendeten das Turnier nach einem 72:56, 36:20 gegen Südkorea auf dem 13. Platz. Fußball international, die Dopingsperre für den peruanischen Fußballprofi Paulo Guerrero ist wieder in Kraft gesetzt worden. Das Schweizer Bundesgericht habe die vorübergehende Aussetzung der Sanktionen aufgehoben, wie der Fußballweltverband FIFA am Donnerstag mitteilte. Sein brasilianischer Club SC Internacional aus Porto Alegre muss daher vorerst auf den Spieler verzichten. Der frühere Profi des FC Bayern München und des Hamburger SV darf Medienberichten zufolge für weitere 8 Monate nicht spielen. Die Sperre endet im April 2019. Das Schweizer Bundesgericht hatte vor der Weltmeisterschaft in Russland die Sperre vorübergehend ausgesetzt, damit Guerrero an der WM teilnehmen konnte. Der Kapitän der peruanischen Nationalmannschaft war im Oktober 2017 nach dem 0:0 im Qualifikationsspiel gegen Argentinien bei einer Dopingkontrolle positiv getestet worden. Bei dem Angreifer war eine in Coca-Tee enthaltene Substanz entdeckt worden. Am zweiten Tag der Para-EM gibt es einmal Gold und dreimal Silber für die deutschen Leichtathleten. Für den Weitspringer und Sprinter Popov endet eine lange und erfolgreiche Karriere. Mehr